Wenn ihr wissen wollt, wie man so eine wunderbar cremige Aioli auf Mayonnaise-Basis erzeugen kann, dann schaut jetzt ganz genau zu. Was die Aioli mayonnaisenähnlich macht, sehen wir an Zutaten hier. Wir haben etwa 150 Milliliter relativ geschmacksneutrales Sonnenblumenöl, zwei Eigelbe, einen guten Teelöffel Senf. Dann haben wir hier Weißwein, Essig, kann aber auch ein anderer Essig sein. Das ist ein guter Teelöffel. Dann eine Knoblauchzehe und ich verwende jetzt ein kleines bisschen Limettensaft. Zitronensaft macht es genauso rund. Und zum Abschmecken Salz und Pfeffer. All das wird zu einer Art, ja, Mayonnaise, Schrägstrich jetzt unserer Aioli aufgemixt. Zunächst schneiden wir den Knoblauch in ganz, ganz grobe Stückchen und geben dieses in unser Mixgefäß. Dann kurz ausgedrückt kommt alles hinein, was nicht Öl heißt, sprich unsere Eigelbe, unser Weißweinessig, Salz, Pfeffer, unser Senf geben dann noch etwas Limettensaft oder Zitronensaft hinein. Und so wie es nun hier drin ist, mixen wir es erstmal auf. Das sorgt einfach dafür, dass es sich besser verteilt gleich. Nach kurzer Zeit hat sich jetzt so eine kleine gelbe schaumige Masse ergeben und jetzt geben wir nach und nach das Öl dazu. Habe mich aber dazu entschlossen, alles in ein Mechbesser an Öl zu geben, damit man es einfach besser mit dazugeben kann. Jetzt träufeln wir es rein und mixen auf. Man sieht schon, nach kurzer Zeit ergibt sich eine gewisse Sämigkeit. Das mixen wir auf und füllen es gleich ab. Füllen es nun erst einmal in ein Schüsselchen, wo man auch ein bisschen die Konsistenz erahnen kann, sag ich mal. Und wie immer, der fleißige Zuschauer wird es wissen, bleibt mir nur wieder zu sagen: Bon Appetit!